Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Schönbau-Video. Ja, ein halbes Jahr ist her, wo ich diese Karte gestartet habe. Ein halbes Jahr gebastelt. Da habe ich mir gedacht, wir könnten doch mal so ein kleiner Überblick über die Karte filmen oder aufnehmen. Ja, angefangen hat es nicht hier in der Stadt, sondern hier oben. Mit diesem Wintertal hat alles angefangen. Da kam eine neue Mod raus oder ist erschienen. Mit diesen schönen Winterbäumen. Und da habe ich mir gedacht, ja, mal eine neue Herausforderung. Basteln wir doch mal ein kleines Wintertal. Und dann, ja, ist das dabei entstanden. Ein kleines Skigebiet in einem Alpendorf. Mit Parkplatz. Hier geht es dann hoch zum Skigebiet. Das habe ich dann aber nicht mehr weiter gebastelt, weil ich mich konzentrieren wollte. Also dem Schienenverlauf konzentrieren wollte. Sonst, Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Schönbau-Video. Ein halbes Jahr habe ich gebastelt an dieser Karte. Da habe ich mir gedacht, wir könnten doch ein kleines Video machen, mal schauen, was ich da alles so gebastelt habe in diesem halben Jahr. Ja, dann schlage ich vor, wir starten chronologisch, denn angefangen hat es in diesem kleinen Wintertal. Da kam eine neue Mod raus. Mit diesen wunderschönen Winterbepflanzungen, Winterbäume, Sträucher. Und dann habe ich mir diese Herausforderung angenommen und habe ein kleines Wintertal gebastelt. Ich habe mich aber beschränkt auf die auf den Schienenverlauf. Also alles, was so um den Schienenverlauf herum ist, wird gebastelt. Und alles andere nicht, weil hier geht die Gondelbahn ins Skigebiet. Da habe ich hier einfach ein paar, ja, Wintersportler hingebaut. Und da oben ist dann einfach nichts mehr. Das ist der Grund. Ja, ein kleines Dorf. Kleines Skigebiet, hier noch ein Hotel, natürlich mit Bahnhof und alles mit Schmalspurstrecke gebaut. Hier noch ein kleiner gefrorener Stausee, da hinten noch ein Hotel, auch mit Restaurant. Hier geht auch noch ein kleiner Sessellift hoch und ja, das Rollmaterial. Schweizer Schmalspur und mit Schweizer Lichtsignalen. Ja, dann ein kleines Wintertal mit gefrorenem Bach und beschneiter Vegetation. Und hier schlängelt sich dann die Zuglinie das Tal hinunter bis zum nächsten Dorf. Auch wieder ein kleines Dorf, hier noch mit Feuerwehr, Kirche, Friedhof, kleines Quartier, auch wieder ein Bahnhof. Hier geht dann noch eine Seilbahn den Berg hoch ins nächste Skigebiet oder Wandergebiet, wie auch immer. Hier auch habe ich nicht mehr weitergebaut, weil ich mich auf die Strecke konzentrieren wollte. Eisenbahnstrecke, ja. Wie gesagt, kleines Quartier, hier noch ein Polizeiposten. Eine Seilbahn, die zum Skigebiet führt. Dann geht es hinunter zum Tal. Hier noch eine interessante Konstruktion.
Unten die Schiene, oben die Straße. Fand ich ziemlich interessant. Hat auch Spaß gemacht, das zu bauen. War ziemlich eine Fummelarbeit. Ja, dann wird es langsam wieder grün. Fertig Schnee. Geht dann hier nach unten. Da habe ich auch endlich die Tannenmod installiert und aktiviert. Das war dazu mal mein erster Versuch. Dann kommt hier Tannmoos, die erste Gemeinde. Habe ich auch irgendwie 2 Monate oder noch länger daran gebastelt. Ja, und die hat so ziemlich alles, diese Gemeinde. Sie hat Kirche mit Friedhof, ein kleines Einkaufszentrum, hier eine kleine Altstadt, hier eine Bibliothek, dann hier drüben Post, Bank, Versicherung, Bürogebäude, so in diesem Stil, hier auch noch ein paar Läden, Bürogebäude. Dann hier ein kleines Fußballfeld, Sportplatz. Dann hier wieder ein kleines Wohnquartier mit Baustelle. Hier hinten ein Altersheim mit Busschleife, Park, Kapelle. Dann hier drüben Kläranlage. Dann hier Feuerwehr. Und Polizeiposten. Und natürlich alles immer noch Schmalspur. Alles immer noch Schweizer Schmalspur. Dann hier die Schule mit Pausenplatz. Ein kleiner Kreisel. Mit einem Schweizer saurer LKW in der Mitte. Dann hier auch noch ein Schulkomplex, dann hier der Busbahnhof, hier noch ein Taxi, also Altbau. Ja, hier wieder der Blick zur Altstadt. Dann hier der Bahnhof, den habe ich auch selber gebastelt. Das sind gebogene Bahnhöfe im Eigenbau. Da habe ich einfach 4 Bahnhöfe gebaut. Einmal diesen Bahnhof, diesen Bahnhof und diesen Bahnhof. Und dann hier in die Mitte einfach selber aufgefüllt, sozusagen im schönen Bau. Das sind alles einzelne Objekte, die ich hier gesetzt habe. Und der Bahnsteig auch. Und dann kann ich hier einfach die Linie, also dem Zug sagen soll, an diesem Bahnhof anhalten, dann hält er ganz vorne. Da muss man halt schauen, dass der Zug die Länge hat vom Bahnhof, sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Ja, dann hier hinten ein schön großes Wohnquartier. Hier wieder Einkaufsmöglichkeiten, Burger King, Spitex. Dann hier das Spital. Hier dann auch wieder ein Wohnquartier. Und hier fängt dann die Industrie an. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt auch nicht, was das da genau sein soll. Ja, irgendwie ein Güterumschlagewerk oder irgend sowas. Gibt es alles Kies, verschiedene Kiesarten, Muldenplatz, Steine. Alles mögliche, LKW, Bagger, Radlader, ein kleines Waghäuschen mit Wagen. Dann hier ein kleiner S-Bahnhof. Hier die Post AG, Postauto AG. Mit Werkstatt. Hier das Verteilerzentrum, hier noch eine Firma. Da noch ein paar Lagerhallen, Güterbahnhof, eine kleine Wirtschaft für LKW-Fahrer.
kleine Gärtnerei hier noch mit Tankstelle. Ja, dann habe ich noch ein Repaint erstellt für diese Gemeinde. Ein Bus-Repaint. Muss ich den schnell suchen. Da. Das ist der Tannenhaus-Ortsbus. Geführt von der Postauto AG. Da habe ich einfach so, ja, ein eigenes Repaint erstellt. Da war ich irgendwie motiviert. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, dann gibt es hier noch den Berg mit dem Serpentinenbau. Geht einfach die Straße einmal komplett den Berg hoch. Schlängelt sich da so hoch bis zu diesem Alpendorf. Da fährt dann auch ein Postauto hoch. Ja, ein kleines alpines Dorf in den Alpen. Dann habe ich die Strecke weitergeführt. Hier vom Wintertal oder Alp, wie auch immer, hier im Tunnel. Führt dann komplett einmal durch diesen Berg, kommt dann hier wieder raus. Auf eine kleine Alp. Das ist natürlich alles noch im Bau. Habe ich noch nichts fertig gebaut. Dann schlängelt sich hier die Strecke nach unten. Hier habe ich so ein kleines, so eine kleine Test. Wie sagt man? Kleine Teststrecke gebaut. Einmal mit Kühen und Hag und Kuhgitter und Gebüsch, Steine. Ja. Um mal zu sehen, wie das dann später aussehen könnte. Ja, dann wieder viel nichts gebaut. Dann hier die Galerien. Da habe ich auch eine Folge aufgenommen darüber. Dann auch wieder lange nichts gebastelt. Hier einfach mal so provisorischen Bahnhof hingebaut. Und dann kommen wir zur Stadt. Da habe ich hier drüben ein eigenes Museum gebaut mit der Jofried Modbox und den Ingo Glashäuserfenster und habe hier viel Rollmaterial abgestellt, hauptsächlich Schweizer Rollmaterial. Hier drinnen ein paar Dampfloks der ganzen Welt, dann hier ein paar Autos, hier unten eine Schweizer Saurer-Ausstellung mit alten Saurer-Bussen und LKWs, hier amerikanische Busse, chinesische Busse, alte Busse, neue Busse, Hybrid-Busse, dann hier unten am Empfang noch eine VW-Ausstellung. Alt und neu. Hier der Empfang. Dann rundherum noch eine kleine Museumsbahn. Ja, hier hinter ein kleines Wohnquartier und hier einen Bereich mit modernen Hochhäusern, so Büro-Wohnfläche sozusagen. Hier hinten Feuerwehr und Polizei. Dann hier der Bahnhof, der Hauptbahnhof. Jetzt haben wir hier gerade viel los. Fast alle Züge sind da. Dann hier der Bahnhofsvorplatz. Mit Tram, Haltestelle. Dann hier die Altstadt. Mit großen Höhenunterschieden.
Hier das neueste Objekt, das Kolosseum, habe ich auch noch irgendwie auf die Karte bekommen. Dann hier drüben der alte Hafen mit Schmalspuranschluss, also sagt man Anschluss zur Tramlinie. Auch lustige Fotos und Videos geben, wenn hier der Güterzug durch die Stadt fährt. Dann hier das neueste Projekt. Feuerwehrgebäude. Da werde ich dann so einen kleinen Einsatz planen. Einsatzfahrt planen mit Blaulicht. Dann hier hinten der ganze Bereich Hafen. Hier flüssig, so Treibstoff, Öl und so weiter. Und hier hinten der ganze Containerhafen. Mit Tankstelle, Lagerhäuser, Autobahn, Ein-Ausfahrt. Hier noch eine kleine Werft. Auch eine absolut geniale Mod. Ja, hier hinten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sehen. Das ist nun mal so alles eine Übergangslösung. Hier noch ein kleiner Flughafen. Mit Bahnhof. Ja, mal schauen, was da hinten dann noch entsteht. Jetzt erstmal hier mit der Stadt fertig werden. Dann hier drüben kleiner Stadtpark. Auch wieder Wohnviertel, Triumphbogen, Statuen, alte Stadtmauer, Überbleibsel, Spital. Dann hier Brücken für Tram und Straßenverkehr. Ja, hier unten noch ein kleiner Hafenbereich. Dann hier oben auch so wieder ein paar Wohnquartiere. Hier hinten fängt dann die Industrie langsam an. Hier am Ufer auch noch ein bisschen Wohnquartier. Mit Tramhaltestelle, Tankstelle, Einkaufsmöglichkeiten. Dann hier das Betriebswerk der SBB. Da auch noch ein bisschen Industrie. Und dann das Stadion. Ja, so sieht's aus. Da hinten auch wieder Work in Progress. Ja. Und da habe ich hier an diesem Ende der Karte einfach Schattenbahnhöfe gebaut. Und dann hier hinten noch Schattenbahnhöfe und da. Und das gibt dann so einen Zugverkehr von einfach quer über die Karte. Das macht keinen Sinn. Ist natürlich alles nur Schönbau, damit hier der Bahnhof ein bisschen Zugbetrieb hat. Ja, das war es auch schon. Das war ein halbes Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr gebastelt. Hier habe ich endlich den richtigen Restaurantwagen. Und den Zug integriert. Ja. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!